Es gibt zwei Möglichkeiten, mit Immobilien erfolgreich zu werden. Und zwar werde ich dir beide jetzt in diesem Video zeigen. Deswegen bleib bis zum Schluss dran. Es lohnt sich. Ja, wie gesagt, zwei Möglichkeiten, mit Immobilien erfolgreich zu werden. Möglichkeit Nummer eins, du lernst, wie Immobilieninvestment funktioniert. Und einer der wichtigsten Punkte bei Immobilieninvestments ist logischerweise ein guter Deal. Das heißt, einen guten Deal zu finden. Ein guter Deal für mich persönlich ist ein Deal, den du 30-40% unter Marktpreis einkaufst. Ganz egal, ob hier auf Mallorca, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in New York oder sonst wo. Also unter Marktpreis einkaufen, weil Warren Buffett hat schon gesagt, kauf einen Dollar um 50 Cent. Das, was bei Aktien gilt, gilt im Wesentlichen auch bei Immobilien. Vielleicht einen Euro um 70 Cent, das ist auch noch in Ordnung. So, das heißt, du musst dich einmal auf die Suche machen, um einen Deal zu finden. Und um einen guten Deal zu finden, ich kann es dir nur sagen, wir haben unsere Selektion in etwa, schaut so aus. Ich habe viele Leute da draußen, die für mich suchen. Also ich habe 12, die mir regelmäßig Aufträge bringen. Und von diesen 12, die bringen mir jetzt, würde ich sagen, im Schnitt von 100 ersten Papers, die reinkommen, also ersten Entwürfen, ersten Exposés, wird mal vorselektiert. Da bleiben mal 50 über. Diese 50 werden dann weiter runter selektiert. Dann geht es irgendwo, bleiben, sage ich jetzt mal, am Ende des Tages 3 Immobilien, also 3 von 100 übrig, die ich persönlich dann besichtigen gehe oder einer meiner engsten Mitarbeiter. Und von diesen 3 wird dann eine oder 2 gekauft. Das heißt, 100 Immobilien, runtergefiltert auf 50, auf 30 und dann bleibt eine oder zwei übrig. Nur, dass du mal die Relation siehst. Und wenn du das jetzt selbst machst, dann heißt das, du musst den Deal finden, dann musst du dir den Deal sichern. Dann, wenn der Deal gesichert ist, mit einer Option zum Beispiel, dann musst du ihn relativ rasch finanziert bekommen. Oder du hast die Finanzierung schon vorstehen, das wäre überhaupt das Beste. Dann musst du ihn entverhandeln, das geht dann sozusagen ins Feintuning. Dann gehst du zum Notar. Dann gehört das Ding dir, dann musst du aufbessern, also aufwerten sozusagen die Immobilie. Dann musst du schauen, dass du die richtigen geeigneten Mieter findest, die dir den richtigen Cashflow bringen monatlich, also logischerweise zum richtigen Preis dann vermieten. Dann musst du natürlich den Mieter vorher prüfen auch, ganz, ganz wichtig. Du willst ja keinen Mietnomaden da drinnen sitzen haben. Oder du hast aufgewertet und flippst das Ganze, dann musst du aber einen Käufer finden. Und dann braucht der Käufer wieder eine Finanzierung und so weiter und so fort. Ich kürze die ganze Geschichte jetzt ab. Das ist also die eine Art und Weise, mit Immobilien erfolgreich zu werden. Was du aber ganz am Anfang brauchst, das ist das Netzwerk. Das Netzwerk, das dir diese Immobilien bringt, 30-50% unter Marktpreis. Weil die meisten Kunden erzählen mir immer, Paul, ich finde in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz im Moment keine Immobilien, die annähernd diesem von dir empfohlenen Suchschema entsprechen. Und genau da setzt das Problem an. Das ist das nämlich, was die meisten tatsächlich als Engpass am Ende des Tages stehen haben, warum sie eben nicht so erfolgreich sind mit Immobilien. Weil sie nicht verstanden haben, dass einerseits das Mindset sehr wichtig ist, dass Verhandlungstechnik sehr wichtig ist, dass das aber alles nichts nützt, wenn du, und auch die richtigen Techniken nichts nützt und auch das Know-how, wenn du nicht das richtige Netzwerk hast, um an solche Immobilien ranzukommen, weil die stehen eben nicht auf ImmoScout, sondern die werden Off-Market angeboten. Was bedeutet Off-Market? Off-Market bedeutet Menschen, die vielleicht vermögend sind auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben nicht möchten, dass andere erfahren, dass sie gerade einen Liquiditätsengpass haben, was auch vermögenden Menschen passieren kann, oder Family Offices, die gehen also diesen inoffiziellen Weg. Das heißt, die gehen zu einem Steuerberater, der Steuerberater ruft mich an oder ruft einen anderen Steuerberater, meinen zum Beispiel, an und sagt, pass auf, wir haben da etwas, wir müssen aber vorher eine Geheimhaltung unterschreiben, dann kannst du das kaufen unter Marktpreis. Und dann muss sehr, sehr schnell Geld am Tisch gelegt werden, nicht immer der ganze Kaufpreis, also nehmen wir mal an, Objekt 5 Millionen, aber dann muss eine Million oder einige hunderttausend sehr, sehr schnell fließen. Da würde also eine normale Bankenfinanzierung gar nicht mitkommen. Und so funktionieren im Wesentlichen unsere Deals. Ich bewege mich auch in einer Liga, muss ich sagen, wo, werde ich oft gefragt, wo gibt es denn solche Deals mit 30-50% unter Marktpreis? Kann doch gar nicht sein. Und ich sage, ja, das ist nicht bei den Wohnungen zwischen 100 und 300.000 Euro. Da natürlich nicht. Warum nicht? Weil es viel zu viele Mitspieler am Markt gibt, die da mitmischen. Also jeder, der ein bisschen Geld geerbt oder erspart hat, der mischt da mit. Ja, und wenn ich mir jetzt anschaue, es gibt viele vermögende Rechtsanwälte, Zahnärzte, Unternehmer, die Deals, sage ich jetzt mal, bis zu 1 Million oder bis zu 1,5 Millionen noch ganz gut abwickeln können, manche sogar aus dem Cashflow.
So, deswegen haben wir uns sehr, sehr stark auf Deals spezialisiert, meistens deutlich über 1 Million oder über 2 Millionen, ich würde sagen zwischen 2 und 7, 8 Millionen. Warum? Weil die institutionellen, also die ganz großen Anleger, die steigen dann meistens im zweistelligen Millionenbereich ab 10 Millionen ein. Und genau diese etwas dünnere Käuferschicht, die in der Lage ist, teilweise auch noch ohne Bankenfinanzierung zu arbeiten, zwischen 2 Millionen, 5, 6 Millionen, da bewegen sich also die wenigsten Wettbewerber am Markt. Und das sind genau die Deals, die ich jetzt anbiete. Und jetzt sind wir bei der Möglichkeit Nummer 2, weil ich gefragt wurde, was sind denn das für Deals, wo ich als Co-Investor mit einsteigen kann? Und das sind eben Deals, wo wir Co-Investoren reinnehmen. Und zwar zwei Arten von Deals. Das eine sind Flip-Deals, also Fix- und Flip-Deals. Warum? Weil die Banken normalerweise Flip-Deals nicht gerne finanzieren. Also kannst du dir merken, Fix und Flip mag die Bank nicht. Die Bank hat am liebsten einen Deal, der auf 20 oder 24 Jahre durchfinanziert ist und wo ganz beschaulich sozusagen auszurechnen ist, wie sich die Immobilie entwickeln wird die nächsten 20 Jahre. Das sind die Deals, die die Bank liebt. Und die zweite Art, wo wir Co-Investment anbieten und die sehr gut funktioniert, das sind Ferienimmobilien. Ferienimmobilien wie diese hier, wo ich gerade stehe. Warum? Ganz einfach, weil wenn natürlich mehrere Mitinhaber, also wir machen es normalerweise so, dass wir dann 60-70% der Anteile selbst halten und ich dann stille Gesellschafter mit ins Boot hole als Co-Investoren und die kriegen dann eben Anteile zwischen 10-30%. Und wenn ich jetzt 3-4 Mitinvestoren habe, dann machen die natürlich in ihren Netzwerken auf Social Media genauso Werbung für die Immobilie, wie ich das mache. Und das heißt, wir haben viel mehr Reichweite in Summe. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn der Co-Investor natürlich anteilig dann die Miteinnahmen mitverdient am laufenden Geschäft oder später an der Veräußerung der Immobilie, dann hat sich's für beide Seiten gelohnt. Ja, es gibt dann noch verschiedenste Fragen natürlich zu dem Thema, die ich dann in einem anderen Video beantworte. Ich habe mehrere Videos zu diesem Thema aufgenommen, weil es einfach eine ganze Menge Fragen von eurer Seite gab. Aber lass das jetzt schon mal für den ersten, für das erste Abrunden deines Wissens heute mal hier so stehen. Also du hast die Möglichkeit, es selbst zu machen. Das ist der Weg der Jüngeren von euch, die das lernen wollen und wo ich gerne dein Mentor bin. Dann geh jetzt am besten auf den Mentoring-Link unter diesem Video. Oder für die anderen, die sagen, okay, ich habe zwar jetzt schon etwas Geld, ich habe aber jetzt gar nicht die Zeit, dass ich hier 100 Immobilien besichtige, um am Ende eine zu kaufen. Denen würde ich empfehlen, sich mal mit dem Gedanken des Co-Investments auseinanderzusetzen. Dann gehst du auf den anderen Link unter diesem Video zum Thema Co-Investment. Für beide Seiten von euch freue ich mich für einen Daumen nach oben, für das Teilen dieses Videos mit euren Freunden und Bekannten. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren, wenn es noch nicht geschehen ist. Bis bald. Danke. Tschüss, ciao, servus.